Hallöchen, ich hoffe, ihr könnt mich vernünftig hören. Ihr hört jetzt hier noch einen Lüfter, der ist aber für meinen Pi 541 nur zum Kühlen. Den brauche ich jetzt aber nicht, da ist auch noch ein SD2IC drin. Brauche ich im Moment auch nicht. Ich habe eine Diskette im Laufwerk. Ich habe hier den C128 auf dem Tisch im C64-Modus. Eine Diskette im Laufwerk, das ist ja schon das 1571. Und da habe ich Sachen drauf. Wie das Videotitel ja schon sagt, Fastloader am C64 C128. Da ist ein Fastloader drauf, der nennt sich Gigaload und dieser Gigaload braucht noch zusätzlich das GL.S. Und ich habe hier das GGS drauf, das ist für euch zum Verständnis Gina Sisters, dieser SID-Player. Den kann ich jetzt mal laden. Weil es funktioniert nur von Diskette, nicht von Pi oder wie auch immer, mit dem Fastloader. 0,8. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ich lasse meine Stoppuhr mitlaufen, wie lange das läuft, wie lange das braucht zum Laden. Und es ist aber nur circa, es kommt nicht jetzt auf die Zehntelsekunde an, aber ihr werdet den Unterschied gleich merken. So, ich drücke jetzt Enter. So, jetzt ist er bereit. Jetzt könnte ich ran drücken und das starten. Ihr seht jetzt, wie lange es gedauert hat. Ich weiß es nicht. Ich starte das jetzt einfach mal. Es ist halt mein SID-Chip hier in dem C128, der defekt ist. C64 läuft er. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber mit dem Fastloader zusammen. Und dann schaut mal, wie lange das dauert. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Kann ich gleich so starten. Brauche auch nicht lange zum Laden. So, da könnt ihr euch jetzt gerne einmal pausieren. Ich mache schon mal weiter. So, und jetzt drücke ich Enter und guckt mal, wie schnell das jetzt geht. So, damit ist er fertig. So schnell kann der das laden. Das ist ein Software-Fastloader, der da drinnen werkelt. Es ist schon recht geil gemacht. Man findet diesen Fastloader. Das habt ihr, glaube ich, auch lesen können. Mann. Das habt ihr, glaube ich, lesen können. Auf der GEOS 1.2 auf der zweiten Seite. Da ist dieses Gigaload drauf und man braucht noch das GL.S. Die zwei braucht man, um dann zu laden. Man kann natürlich jetzt das auf eine extra Diskette haben und dann laden und dann von jeglichen Diskette aus dann versuchen zu laden. Es funktioniert nicht mit allem. Mit dem funktioniert es, mit Maniac Mansion zum Beispiel haut es nicht hin, mit Zeckmeckcracken haut es leider auch nicht hin. Aber bei manchen Sachen funktioniert das einwandfrei. Da kann ich nicht sagen, dass das nicht gut ist. Das wollte ich euch mal zeigen, wie schnell das ist. Es gibt ja noch diese Cartridges, diese Fastloader Cartridges, da kann man ja so viele reinhauen. Oder man baut sich gleich Speed DOS oder Dolphin DOS oder Jiffy DOS in die Kisten ein, dann wird das ja auch alles viel schneller. Ich habe hier noch eine Diskette. Zeige euch mal, wie schnell das im Vergleich zum C128 ist.
Das kann ich euch mal schnell zeigen. Der C128 ist ja schon schnell. So, ich kann jetzt nicht die Diskette wechseln, das liegt nicht im Speicher. Ich habe hier eine Diskette, da ist ein Alignment Tool drauf für C64 und C128. Das funktioniert auch, wenn das Ding nachladet. Das dauert jetzt nicht lange. Ja, so, egal. Ihr habt gesehen, wie schnell das ging, das so zu laden über den Fastloader. Der macht hier einen Autoboot. Das wollte ich gar nicht. Mach mal weg. Ja. Der ist ja schon schneller, der C128. Da ist das Programm auch ein bisschen größer. Der braucht ein bisschen länger zum Laden, aber wie lange im Vergleich? Also, gefühlt ist es langsamer, nicht so schnell wie der andere. Vielleicht habe ich jetzt das auch mit der Stoppuhr gemacht, aber das wollte ich euch mal zeigen. Also man kann schon ordentlich Speed rausholen. Also ich brauche wirklich einen EEPROM-Programmer, damit ich mir mal so eine Cartridge für den C64 128 mit einem Fastloader zum Beispiel selber programmieren kann. Gibt es alles zu kaufen, aber ich bin hier Bastler, ich bin Stromi, ich kann Platinen selber machen. Und warum sollte ich das nicht selber machen? Aber dieser Programmer kostet irgendwo was, ich glaube das billigste waren so um die 65 Euro. Und die habe ich nicht. Genauso wie den ganzen anderen Kram, den ich eigentlich noch besorgen müsste, den habe ich auch alles nicht. Na gut, soll jetzt nicht heißen, ihr sollt mir den Fastloader oder den Programmer da besorgen. Soll es nicht heißen, wer es machen will, bitte gerne macht. Wunschliste ist unten drinne oder PayPal-Spende, wie auch immer, ist mir relativ. Macht, wie ihr das wollt. Aber ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Ich habe das hier nur per Zufall gesehen mit diesem Fastloader in einem Facebook-Post, dass das da mal einer geschrieben hat. Der hat sich immer diesen Gigaload auf die Disketten kopiert, um das schneller zu benutzen oder um die Programme schneller zu laden. Mit was das alles funktioniert, kann ich nicht sagen, das muss man dann durchprobieren. Gut, dauert auch, aber manche Ladezeiten sind wirklich extrem lange und mit dem Fastloader hier eine Sache von Sekunden. Warum hat Commodore damals das nicht so gemacht? Die hätten so viel Potenzial aus dieser Kiste rausholen können. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ist egal. Gut, ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay, bis dann. Tschüssi.